Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Im letzten Video haben wir uns ja die Splitterpeitsche geholt und wir haben dann doch sehr viele Juwelen ausgegeben, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Wir haben ja dafür fast über 1000, nein, wir haben über 1000 Juwelen ausgegeben. Wir haben über 1100 Juwelen ausgegeben für die Splitterpeitsche, eine mythische Nahkampfwaffe mit, ja, Schadensbereich und Flächenschaden. Ich bin ja schon sehr gespannt, wie sich die so im Kampf verhalten, denn das werden wir heute ausprobieren. Im letzten Video haben wir sie wirklich ja nur gewonnen. Ja, im Nachhinein hat es dann wirklich wehgetan, so viele Juwelen auszugeben, weil ich will ja die Juwelen aufsparen, bis ich Level 55 bin und eben dann meine Waffen upgraden, beziehungsweise neue Waffen kaufen und so das perfekte Setup zusammenzustellen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich, bis ich Level 55 bin, ja, gar keine Juwelen mehr. Aber es wird jetzt endlich Zeit, dass ich Level 55 erreiche, denn ich spiele Pixelgun 3D wirklich schon sehr, sehr lange. Ich glaube, es sind 2 oder 3 Jahre und ich bin noch immer nicht Level 55. Ich meine, zu Beginn ging es auch nur bis Level 35, was ich da auch nicht erreicht habe. Somit war ich noch nie High Level bei Pixelgun 3D. Bitte schreibt mir mal rein in die Kommentare, wie lange ihr schon Pixelgun 3D spielt und welches Level ihr schon seid, damit ich mich da irgendwie vergleichen kann. Damit ich mich da wirklich irgendwie vergleichen kann. Aber Leute, ich brauche nur noch 10 Levels, dann haben wir Level 55 erreicht. Und wie ich es dann so kommen sehe, wird dann Pixelgun ein Update rauspallen und dann so, ja, es geht jetzt bis Level 75. Pech gehabt, Danny, du bist noch immer nicht High Level. Aber dann, Leute, deswegen müssen wir es so schnell wie möglich irgendwie schaffen. Aber na gut, Leute, heute soll es um die Splitterpeitsche gehen, wie die so im Kampf ist. Deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich mal in die Massafire. Die Massafire ist ja eine Nahkampf-Only-Map und ich glaube, mit diesem Schadensfeld, nenne ich das mal, ist es eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Map, wo man diese Waffe spielen kann, weil eben, ja, alle Gegner von dir Schaden bekommen. Und dann kann man sich da eigentlich sehr, sehr viele Kill-Unterstützungen einhamstern. Und auf das bin ich eigentlich aus. Und somit kann man dann sicher gut sich was holen. Und es hat ja, und sie hat ja auch noch Flächenschaden, was, glaube ich, ziemlich, ziemlich nice ist. So, eigentlich wäre es fast schlauer gewesen. Wir hätten hier keinen Teamkampf gewählt, sondern wären hier in, ja, in ein Deathmatch gegangen, weil da wären einfach viel mehr Gegner gewesen, aber na gut, Teamkampf ist auch okay, vielleicht haben wir da bessere, ja, Chancen. Die Waffe ist ja mit 129 Effizienz sehr, 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 sehr stark, weil ich ja, ja, das ist die letzte Waffe, die ich erworben habe, und wenn man diese Waffen erwirbt, dann passen sie ja sich automatisch an dein Level an, und somit ist das von der Effizienz her sehr, sehr gut, aber hier können eben auch Gegner sein, die schon Level 55 sind und somit um einiges besser sind. Oh, und sie greift extrem schnell an, muss ich sagen. Ich bin die ganze Zeit nur am Schießen und sie schlägt echt schnell zu, muss ich sagen. Macht dann auch noch Flächenschaden, also man trifft da auch sehr, sehr schnell Gegner. Aber gut, jetzt müssen wir uns bemühen. 17 zu 14, die Gegner sind somit 3 Kills vorne. Boah, das geht richtig ab. Ritteraxt. Oh, 19, 19. Na gut. 21, 19. 22, 20. Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt mal weiter außen und hau so von seitlich rein und spring nicht einfach immer direkt rein, weil ich glaube nicht, dass das die beste Taktik ist. So. Boah. Abnormal. Aber wir sind vorne, Leute. Wir sind vorne. Oh, das ist der blödste Spawnpunkt. Da. Hä? Da ist der Ausgang. Ja, ich finde, die Map könnte etwas größer sein. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet, aber die könnte etwas größer sein. Die ist wirklich meiner Meinung nach zu klein, weil es gibt eigentlich nur diesen Thron hier, der hundertprozentig irgendwie von Game of Thrones hier geklaut wurde, beziehungsweise als Inspiration diente. Und da bekämpft sich jeder in diesem Saal hier. Und die Coolen stellen sich dann natürlich rauf auf den Thron. Oh yes! Kopfschuss! Klassiker! Kopfschuss mit der Nahkampfwaffe. Einfach so Bombe. Okay, die Gegner spawnen alle hier im Thronsaal. Wieso?
Okay, der steht da und macht gar nichts mehr. Wir sind 4 Kills vorne, ist trotzdem noch nichts entschieden, muss ich sagen. Yes! Yes! 2 Kills und ich bin einmal gekillt worden. Das heißt, es ist schon ein Plus. Es ist schon ein Plus. Meine Kill-Rekord stelle ich hier, glaube ich, meinerseits keinen auf. Ich bekomme wirklich sehr, sehr viele Kill-Unterstützungen, wie ich mir das Ganze eigentlich auch vorgestellt hier habe. Mit dieser Waffe. Weil sie eben auch Flächenschaden macht, ist sie die perfekte Waffe für Kill-Unterstützungen. Und sich somit kann man sich somit die Punkte holen. Und ich habe auch keine fancy Kills jetzt, außer diesen einen Kopfschuss, den wir da gelandet haben. Nice. Oh yeah, komm. Dich hole ich mir noch. Ja, den haben wir. Den haben wir. Nächsten. Oh yes. Jetzt verliere ich sehr, sehr wenig Leben. Keine Ahnung wieso. Weil heilen kann mich hier keiner. Oder irgendwie schützen. Aber na gut. 73 zu 64. Das war jetzt wirklich, wirklich, wirklich nice, muss ich sagen. 11 Kills noch. Okay. Der ist ja Killer X550. Was ist dein Geheimnis? Also 26 Kills hier geschafft hast. Was ist hier wirklich... Dein Geheimnis, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben über 1000 Punkte uns geholt, was ich auch sehr, sehr nice finde. So Leute, ich öffne hier mal ein paar Truhen und wie es hier aussieht, muss ich hier wieder ein paar Leute aus dem Clan kicken, die inaktiv sind. Es sind wirklich sehr, sehr viele Leute inaktiv und ihr wisst ja, wenn ihr eine Anfrage gestellt habt, dann werdet ihr angenommen. Also es kommt jeder rein und es kommt eben nur darauf an, wer als erstes angefragt hat, wird hier auch als erstes angenommen. So, ich bin von der Waffe eigentlich sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Wie findet ihr diese Waffe? So, schreibt mir das bitte mal rein in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr diese Waffe auch schon habt, dann habt ihr vielleicht so den einen oder anderen Tipp für mich, beziehungsweise auch für die Community. Das wäre schon interessant. So, aber jetzt werde ich diese Waffe mal nicht auf einer Nahkampf-Only-Map spielen, sondern auf einer kleinen Map. Aber dieses Mal im Deathmatch. Da bin ich jetzt richtig gespannt, Leute. Ich bin 8er. Klar, ich werde in einem Match gerankt, wo... Was ist das? Was soll das? Das verstehe ich bei Pixel gar nicht. Wo Leute schon 18 Kills haben. Ich meine, hallo? So einen Kill haben wir schon. Ich glaube, hier sind viele Gegner überrascht, wenn man hier mit einer Nahkampfwaffe zu ihnen rankommt. Ah! Aber hier, die Killunterstützung hole ich mir. Nice, 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 nice. Nice, so, 2 Kills haben wir hier. Ah, dann noch für die Splitterpeitsche, nicht schlecht. Der weiß, was hier abgeht. Der weiß, was hier abgeht. War's nur eine Kill-Unterstützung? Finde ich mies. Ja, das muss Pixelgun wirklich, wirklich, wirklich besser machen. Das mit dem Matchmaking, dass man hier nicht in ein Match gerankt wird, wo der beste Spieler schon 15 Kills hat. Das ist einfach so Motivation null, weil man ja weiß, man kann das unmöglich aufholen, außer man ist wirklich der Oberpro, was ich ja nicht bin. Ja. Nice. Aber wir sind jetzt auf Platz 5 und das kann sich, finde ich, sehen lassen für das, dass wir wirklich so spät in den Kampf gekommen sind. Komm schon, mein Frettchen muss ja auch irgendwas machen mal. Ich habe noch keinen hier Kill als Tierbändiger. Immer diese Killunterstützungen. Aber ist ja nicht schlecht. Ist ja wirklich nicht schlecht, eine Killunterstützung. Dreht sich einmal um, schießt und killt mich hier komplett. Ja, ich bin trotzdem sehr zufrieden von dieser Waffe, muss ich sagen. Die bleibt auf alle Fälle hier drinnen in meinem Setup. Die gebe ich hier nicht mehr so schnell raus. So, Sonderangebot total vernichtet. Das ist eine durchschlagkräftige Waffe. Für 3 Spiele gratis. Ja, das sollten wir fast testen, wenn sie für 3 Spiele gratis ist. Sieht eigentlich ziemlich süß aus, diese Waffe. Deswegen werden wir sie auch testen, Leute. Es ist eine Spezialwaffe.
Eine legendäre. Sieht eigentlich sehr süß aus und heißt Totalvernichter. Einzelner Schuss und Flächenschadenkapazität 7. Okay, ja gut, Leute, aber diese Waffe ging hier um die Splitterpeitsche. Wie findet ihr sie? Schreibt mir das bitte mal rein in die Kommentare. Ich finde sie sehr, sehr cool. Ja, falls dir dieses Video gefallen hat, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben. Falls du neu bist, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Wie gesagt, hier auf meinem Kanal gibt es Pixelgun 3D und andere Mobile Games, wie zum Beispiel Brawl Stars. Und damit du kein Video mehr verpasst, wäre es am besten, wenn du hier die Glocke aktivieren würdest. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.